Meine lieben Freunde, der heute mal, ich würde sagen, ausgeliehenen Unterhaltung, oder an der Stelle ist kalt, ne? Die Das ist Spezi, richtig kalt, die ist aber richtig richtig kalt. nice, kalte Die, oh, Spezi-Pisti. ist die Paulaner Spezi, ist die kalt? Die Paulaner Spezi ist kalt. Wow, Sponsoring bitte an der Ja, Stelle. ganz wichtig. Jetzt habe ich wieder ein paar, ach so, genau, der ausgeliehenen Unterhaltung habe ich gesagt. Und zwar, ihr könnt es am Titel wahrscheinlich schon erahnen, liebe Grüße an der Stelle an Robert Friedrichs, der uns hier ein bisschen inspiriert hat, dieses Video zu drehen. Jetzt nehme ich noch mal schnell wirklich die seichte Unterhaltung, bevor jetzt in den nächsten Wochen, wenn alles gut geht, Brandchecks back to back to back to back kommen. Also wir haben, Freut euch doch alle drauf. freut euch drauf, von, ich glaube, Peso, 6PM, Love Hurts, jetzt ihr Love seht es Hurts? hinter uns Love schon, Scars, meinst Love Scars, ah, ja stimmt, hinter uns, Enemy Earth, damit geht es jetzt am Samstag los, Dead Boy, du? Trend Vision, nicht zu Trend vergessen. Vision haben wir noch, was noch, irgendwas war noch, ne? Lowlights, Lowlights, genau. genau. Lowlights ist auch noch mit am Start. Also wir haben auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen einiges an Brandchecks. Und Wie vielleicht auch bald Represent? vielleicht auch bald Represent, genau. Das heißt, an der Stelle hier kurz mal ein Format ausgeliehen sozusagen vom lieben Robert, wo man aber auch sagen muss, an der Stelle ist ja okay, finde ich, weil das Brandcheck-Format wurde sich ja auch das ein oder andere auch schon ausgeliehen von den ein oder anderen Kollegen hier auf YouTube, ohne jetzt hier irgendjemanden namentlich nennen zu wollen. Ohne Credits. Wir geben natürlich Credits, weil wir ganz lieb sind. Jetzt darfst du was Immer sagen. zuvorkommen. Ja, genau. Und ich wollte eigentlich nicht weiter sagen, nur Shoutout an Robert nochmal an diese Stelle, in dem wir uns offensichtlich inspirieren lassen haben und mit dem wir ja immer noch, oder ich zumindest immer noch eine kleine Rechnung offen habe vom letzten Tierlisten-Video. Ja, würde ich sagen, Spaß beiseite. quatsch mal gar nicht lange rum. Genau, also im Endeffekt Tierliste sollte ja jetzt klar sein. Ich kann es vorher auch nicht, aber im Endeffekt haben wir hier ein Ranking sozusagen von S, was das Beste ist. Und dann geht es aber weiter mit A bis F. Und F ist dabei das Schlechteste und A ist dann das Zweitbeste sozusagen. Und wir haben uns ein paar relevante Personen aus dem Fashion-Bereich, Streetwear-Bereich in Deutschland rausgesucht, YouTuber, Instagram-Dudes und wollen die jetzt hier einfach mal listen und nach unserer subjektiven Einschätzung ranken. Und damit fangen wir jetzt an. Vincent hat sein Ranking, ich habe mein eigenes Ranking, also wir haben jetzt nicht die gleiche Meinung. Genau. Deswegen, let's go. Let's go, würde ich sagen, fangen wir hier gleich mit unserem Boy Robert Friedrichs an. Ich mache hier nebenbei, kann ich dir auch nur empfehlen, Instagram auf, um da mal reinzuschauen. Klar. Ich muss sagen, Robert auf jeden Fall urstabil ist jetzt so, was seinen Style angeht, merkt man, das ist jetzt nicht so krass teuer, habe ich das Gefühl. Also jetzt niemand, wo ich sage, Alter, krass, der hat jetzt hier irgendwie gerade 20.000 Euro in einem Outfit an. Jetzt auch nicht so unbedingt mega viel so Haute Couture-Designer-Spaß. Ja. Aber macht aus dem, was er da anhat, auf jeden Fall relativ viel. Ist halt auch so ein bisschen so dieser Instagram-Style einfach, Genau. der auch gerade cool ist, kommt vielleicht auch durch die Ästhetik seiner Fotos irgendwie so. Unfassbar krass ästhetisch abhängig bei ihm auf jeden Fall. Also Ja. der hat eine super geile Grundästhetik und dadurch wirkt, glaube ich, alles auch noch mal ein bisschen. Also nicht, dass es scheiße wäre, aber es wirkt halt dadurch noch mal krasser, als es vielleicht normal wäre, wenn man es jetzt unedited machen würde, einfach hochladen aus der Kamera Raw raus. So deswegen. Ja, das heißt, für mich ist es, finde ich cool. Ist jetzt nicht unbedingt mein Style, aber in vielen Bereichen haben wir auch ein bisschen Überschneidungen irgendwie. Ja. Aber er hat ein gutes Gespür. Es ist hier jetzt wirklich nicht aus einer technischen Perspektive betrachtet, sondern wirklich unsere subjektive Meinung, wie wir das einfach nur finden. Deswegen würde ich für meinen Teil den Robert jetzt mal hier auf eine B packen, auf eine kleine. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, also was ich noch kurz sagen würde, Robert hat auch ein echt guter Hybrid aus modernen, neuen Teilen, aber auch so ein bisschen Vintage-mäßig angehaucht, finde ich sehr angenehm zu gucken. Und da merkst du auch, dass es ihm jetzt nicht zwangsweise nur um Likes geht, weil er halt auch öfters so Filler postet, die halt nicht so krass viel Likes haben. Und das finde ich auch wichtig in der im Gesamtauftritt. Außerdem macht er das mit seiner Brand gut, ja. Stabiler Dude auf jeden Fall. Ich würde ihn auch auf eine B setzen, Auch tatsächlich. auf Ja. eine B setzen. Also da gab es jetzt auch noch keinen Fit, wo ich sage, boah. Sehr schön. Na Tschö. gut, dann machen wir mal weiter hier mit, würde ich mal sagen, Alex oder Tu, du darfst dir einen aussuchen. Na, dann lass mit Alex anfangen. Fangen wir mit Alex an. Muss ich jetzt hier nochmal auf Insta gehen? Das Witzige ist, oder was ist das Witzige, von Alex kriege ich tatsächlich irgendwie gar nicht so viel mit, was so seine Fitpics angeht. Die Ja, ziehen der irgendwie immer relativ an mir vorbei. postet auch nicht so super, super viel, glaube ich. Postet auch nicht so super, super viel. Ist halt jemand, der, glaube ich, auch so dieses System fährt, sich jetzt nicht so übelst krass durchzustylen Ja, für so wie seine ich. Fitpics. Und ich glaube, das muss man, kann man jetzt auch gar nicht so Fitpick nennen. Bei ihm weiß ich nicht auf jeden Fall, ob das so ist. So Doch hier und da schon. schon, Ja, auf jeden Fall. manchmal aber auch nicht so richtig. Jetzt die letzten, die ich sehe, sind alle eher so
privat angehaucht. Geht so. Also sind ein paar Sachen dabei, die gehen mir ganz gut rein, ein paar Sachen dabei, irgendwie, die gehen mir nicht so gut rein. Hier zum Beispiel der Fit mit den Rick Owens, so muss ich einfach sagen, ist nicht besonders stimmig. Also das ist genau das, was ich auch meinte, was auch meine Kritik an den Ricks war, einfach irgendwie so, wo man merkt, er ist halt nicht so der Rick-Boy und hat sich halt jetzt so einen Schuh angezogen, klar, ja. Irgendwie ahnbar eine Cargo und dann aber hier diese rote Cord-Jacke oder Jacke da einfach drüber, irgendwie so all over, finde ich nicht so stimmig. Aber ist auf jeden Fall, ist okay, finde ich jetzt aber persönlich nicht so, finde ich es nicht so krass. Ja, also ich sehe Alex da ähnlich wie mich tatsächlich. Irgendwie so ein bisschen von der Art und Weise, wie er das Ganze macht, mit seinen Outfits und was er für Teile kombiniert. Achtung, jetzt muss ich, glaube ich. Gesundheit, Alter, hier an der Stelle. Ich hoffe, die sind nicht die Ohren abgeflogen, Bro. Nee, ja, also ist auch, also ist okay, aber. Jetzt auch nicht, wo ich sage, das sieht sich ganz oben an. Also ich würde Alex auf die C setzen. Auf die C. Mhm. Ich habe hier schon mal nebenbei, als du geredet hast, den Alex schon mal tatsächlich auf eine D gesetzt. Aber wir schauen ja dann am Ende mal im Gesamtranking. Da würde ich jetzt gerne mal mit dem nächsten starten. Mhm. Zoomen wir mal raus und zwar Kelly Cayo. Kelly Cayo. Unser guter Kelly Cayo. Jawohl. Mr. Knowledge himself. Genau. Ja, also was soll man dazu sagen? Kelly auf jeden Fall. ich folge Kelly noch nicht so lange, aber dafür, dass ich ihn erst seit kurzer Zeit auf dem Schirm habe, muss ich trotzdem sagen, dass es ein Mensch ist, der wirklich einen sehr guten Taste hat. Also an dieser Stelle sei gesagt, teilweise sind da Fits dabei, die ich so nicht tragen würde, aber nicht, weil ich sie scheiße finde, sondern einfach, weil ich weiß, dass mir das, glaube ich, einfach nicht taugt persönlich. Aber der hat auf jeden Fall Mode verstanden so und weiß auch, wie man simple Sachen und nicht High-Fashion-Sachen gut mit coolen anderen Sachen kombinieren kann. Und da geht es auch nicht nur um das Thema Sneaker, sondern er hat auch ganz oft andere Schuhe an. Ist halt ein guter, bunter Mix. Es sind ganz einfache Fotos auch auf seinem Kanal. Wenig Edit. Finde ich sehr nice, sowas grundsätzlich immer. Dass dann er so das, was er anhat, für sich spricht. Und color-technisch ist es natürlich auch immer recht simpel, aber ab und zu hat er dann auch mal was Farbiges dabei. Also ich finde ihn richtig nice und ich hab da auf jeden Fall auch größten Respekt vor, weil ich kann mich nicht gut kleiden, rein subjektiv gesehen. Deswegen kommt er bei mir auf jeden Fall auf eine A. Der kommt bei dir auf eine A. Ja. Na, herrlich. Für mich ist es so, dass ich glaube, dass Kelly auch auf seinem Instagram komplett unter seinem Niveau gedresst ist. Also nicht komplett unter seinem Niveau, das klingt jetzt so negativ, aber ich glaube, dass wenn Kelly sich so anziehen würde, wie er sich gerne anziehen wollen würde, wäre das extrem kostenspielig. Und ich glaube, auch da ist einfach die Priorität wahrscheinlich und vielleicht auch das nötige Kleingeld nicht da, so wie es ja bei mir auch ist, um zu sagen, irgendwie, ich dick mich jetzt hier krass in irgendwelche Archive-Pieces rein. Ich glaube, hätte der unlimitierte Möglichkeiten, wäre der auf jeden Fall hier einer der krassesten in der Liste. Ja. So ist es für mich, dass ich sage, es sind auf jeden Fall extrem stabile Fits dabei. So ein paar Sachen, die aber auch eher so sind für mich. Mhm. Deswegen würde ich Kelly hier an der Stelle auf eine B setzen, aber auch einfach, glaube ich, den Umständen geschuldet, dass... Kann dir das Argument verstehen. Ja. Gut, dann suche ich mir mal den nächsten aus, denn ich habe jetzt hier auch schon angefangen, würde ich sagen, der liebe Maximilian, Alter, was mache ich für einen Scheiß, wirklich, ich komme gar nicht klar. Der liebe Maximilian, fange ich einfach mal an der Stelle. Max ist ja auch jemand, der schon auch viel so mit Trends geht, auf jeden Fall. Mhm. Und wo ich jetzt sage, der hat auf Insta nicht unbedingt die beste Ästhetik, einfach weil er auch viel so einfach so iPhone-Shots postet. Einer, die jetzt hier nicht immer irgendeinen Fotografen mit am Start haben und da ja auch immer relativ viel rausknallt. Ja, ist auf jeden Fall nicht mein Style, den er hat. Irgendwie halt viel so Gallery Department jetzt irgendwie, wo man merkt, da ist diese Military Cargo, die er trägt, auf jeden Fall sein Film, trägt ja auch viel so seine eigene Marke. Was ja nichts Verwerfliches ist. Was auf jeden Fall auch überhaupt nicht verwerflich war, auch wertungsfrei gerade an der Stelle. Jetzt auch niemand, der so völlig durchdreht in seinen Fits. So, deswegen würde ich da auch sagen, irgendwie für mich persönlich auch irgendwo im Bereich, wie jetzt ein Alex unterwegs ist. Also ich würde den hier auch auf eine D setzen. Mhm. Max ist auch vom Style her, glaube ich, ähnlich, also fühle ich ein bisschen mehr noch, weil es oftmals Pieces dabei sind, die ich auch selber so fühle und wirklich auch diese Hype-Schiene noch mit bedient so und das mit einbaut.
ich mag den Wandel bei ihm. Also das war nicht immer so, wie es jetzt ist auf jeden Fall. Ich glaube, es gab schon ein, zwei Fits, wo du sagen konntest, so puh. Aber ich glaube, die hatten wir alle mal, vor allem auch ich. Sympathiepunkte kriegt er von mir auch, weil er einen Feedpost mit mir mal hochgeladen hat. Ah ja, stabil. Das muss man, und der lief auch gut. Ja. Ist auch wichtig zu sagen. Nee, aber alles in allem auch mit seiner Frise und so. Ich finde das jetzt ein bisschen geiler, weil früher hat er ja die längeren Haare gehabt. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber es ist ja auch rein Geschmackssache. Ja, ich sehe den tatsächlich aber auch auf einer C. Okay. Und ja, gutes Mittelfeld auf jeden Fall. Gutes Mittelfeld. Sehr schön. Dann darfst du dir jetzt hier wieder jemanden aussuchen. Okay. Von den vier, die noch übrig sind. Haben wir dann noch. Lass mal Tu nehmen. Nehmen wir mal Tu, genau. Der liebe Tu, fange ich einfach mal an. Also bei Tu ist es so, dass ich von dem Duo, würde ich sagen, auf jeden Fall so der noch so ein bisschen stylischer ist, der ja auch irgendwie so, aber auch einen sehr speziellen Vibe dickt irgendwie, finde ich. Ich muss mal ganz kurz auf sein Instagram gehen. Ganz klar trotzdem auch auf Trend basiert, ne? Ganz klar trotzdem. Muss man wirklich sagen. Trendbasiert irgendwie ist ja klar. Ich meine, wir sind ja alle irgendwie so ein bisschen kleine Hypebeasts. Da ist fällt der Tour auch nicht raus. Er hat es aber meiner Meinung nach schon auf jeden Fall gepackt, den Rick Owens durchaus besser zu stylen. Also wenn ich mir den Fit jetzt so angucke, immer noch nicht so, wie ich sage, das ist angemessen für Rick Owens. Also, es gibt aber trotzdem für dich keinen angemessenen Rick Owens. Ja, na doch, da kommen wir aber später zu. Okay. Ja, aber ist auf jeden Fall stabil, würde ich jetzt aber auch nicht, haut mich jetzt auch nicht irgendwie komplett aus den Socken und was, wo ich sage, krass, Inspiration. Deswegen würde ich Tu irgendwo so zwischen B und C einordnen und würde jetzt tatsächlich einfach asozial, wie ich bin, sagen, komm, zack, auf die C mit dir, Digga. Weil auf einem Kelly Kayo oder Robert Friedrichs Niveau sehe ich ihn dann so subjektiv einfach nicht. Kannst du mal kurz auf meine Liste gehen? Ja, natürlich. Überblick haben? Okay, A, B. Ja, Tu, guter Mann, sympathischer Dude. Guten Geschmack. Auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Highlight-Fits dabei, wo man sagen kann, krass, Banger. Und dann sind aber manchmal eben noch Sachen dabei, wo ich sage, ist mir vielleicht doch ein bisschen zu sehr gewollt, aber auch rein subjektiv, wie gesagt, ist ja bei mir, geht ja wahrscheinlich vielen bei mir genauso. Ich sehe den Tour auf einer B tatsächlich. Okay, cool. Ja. Ist so easy. Ich komme da gut klar mit den Fits und feiere das. Gut klar. Ja, was soll ich sonst sagen? Ja, nee, so, Bro. Ist alles easy, verstehe ich. Ja. Gut. Ja, als nächstes, wen haben wir denn da noch? Also BHB DAO hast du vergessen? Nee, den habe ich vergessen, genau. Ja. Okay, dann nehmen wir doch als nächstes mal den guten Justin. Nehmen wir den guten Justin, sehr schön. Da habt ihr ja alle drauf gewartet. Willst du anfangen oder soll ich? Ja, ich fange an. Okay. Bevor jetzt wieder alle Leute laut schreien, Fanboy, ihr wollt nur sacken oder ich will nur sacken, kurz an dieser Stelle sei es gesagt, dass Justin und ich uns schon etwas länger kennen, auch schon seit einer Zeit, wo er noch nicht in diesem Fashion-Kosmos da war, wo er jetzt ist. Und wir uns schon immer gegenseitig sehr respektiert haben und ich wirklich auch ihn gut finde für das, was er macht und wie er es macht und seine Styles und seine Outfits und die Art und Weise, wie er das aufzieht, diese Ästhetik, die er hat auf seinem Instagram-Kanal, übelst feier. Klar, er hat viel High-Fashion-Pieces und macht natürlich jetzt nicht die aufwendig krassesten Outfits, ist klar. Wie gesagt, er spricht halt viel die Ästhetik für sich, aber trotzdem ist da nie was dabei gewesen jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wo ich sage, pff, Digga, würde ich nicht tragen. Ist klar, so dieses Iced-Out-Geschichte, das ist halt einfach Geschmackssache, das muss man wollen. Ich persönlich feiere es nicht, also feiere es an mir jetzt nicht, aber bei anderen sieht es halt auch okay aus oder gut oder wie auch immer. Aber die Outfits sind für mich immer stimmig gewesen und so outfittechnisch ist das schon auch so ein kleines, naja, Vorbild würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall jemand, den ich mir gerne anschaue und am Sonntag. Wo man auch so ein bisschen Inspiration rausziehen kann wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Wo man sagt, Sonntag um 12 kommt wieder ein Justin-Post, bin mal gespannt, was er diese Woche rockt. So, dann machen ja die ganzen Boys und Girls aus Düsseldorf, ist ja auch, wenn es gut funktioniert. Deswegen, long story short, für mich ist Justin auf jeden Fall ein A. Für dich auf jeden Fall ein A. Na, sehr nice. So, der liebe Justin, sag ich mal was dazu. Ja, tatsächlich eigentlich mit der einzige hier in der Liste, wo ich sage, dass der wirklich komplett so ein Luxussegment auch einfach abdeckt. Mhm. Also sehr hochpreisig. Du bist komplett raus gerade, ne? Nee. Okay. Dementsprechend hier auch schon nochmal so ein bisschen andere Fits auch zieht als die anderen. Kann sich auf jeden Fall anziehen, muss man schon sagen. Haut mich jetzt manchmal nicht aus den Socken, sind teilweise Fits dabei, die finde ich sehr geil, beziehungsweise einzelne Pieces, die ich einfach nice finde, hier wie zum Beispiel sein Prada-Hemd, was er da anhatte, was mir sehr, sehr das gut Blaue reingeht, das Blaue, genau, und hier und da einfach echt so ein paar ganz geile Sachen, ein paar Sachen, wo ich sage, wow, okay, wäre ich jetzt eher raus, aber all over eigentlich schon stabil, würde ich jetzt aber auch zu Robert Friedrichs und Kelly mit auf eine B setzen. Okay. Gut.
Wen haben wir noch? Nett haben wir noch, dann haben wir noch... Komm, nehmen wir mal einen von uns jetzt als nächstes. Nehmen wir mal einen von uns jetzt als nächstes. Naja, dann du oder ich. Komm, dann lass uns mich nehmen. Nehmen wir dich. Soll ich anfangen? Wahrscheinlich schon, ja, ne? Fang gerne an. Bei dir, finde ich, ist es nämlich auch wieder so ein Paradox. Jetzt dadurch, dass wir uns ja auch privat kennen, ist es halt für mich so, dass ich immer das Gefühl habe, dass dein Instagram halt auch so wenig deinen Style repräsentiert, einfach weil du halt viel so Koops am Laufen hast auch und dann irgendwie auch mal irgendwie Leuten gefallen tust und vielleicht mal ein T-Shirt von der und der Brand anziehst, wo ich persönlich sage, das würde ich halt nicht machen. Es geht mir dann halt einfach nicht so gut rein und ich finde, das zieht so deinen All-Over-Style so ein bisschen nach unten, aber dadurch, dass ich dich erkenne und ja auch weiß, was du fühlst und was du eigentlich geil findest, weiß ich ja schon, dass du auch einen guten Style hast, aber irgendwie packt es der nicht immer bei dir auf Instagram. Mhm. Aber ich ist ja subjektiv ein Glück. Deswegen würde ich dich ähnlich hier wie ein Two einordnen. Also hier auch irgendwo, aber eigentlich fast mit einer Tendenz auf B. Also ich würde so dich so in Mittelbereich stecken bei mir, ja. So dass du, dass deine Stirn, die ist so in B. Aber dein Körper, dein Torso, 80% Bro, okay. Sind in der C. Ich kann auch mit der C leben und es ist alles gut. Okay. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt so ein Up and Down bei mir. Sagen wir es mal so. Es gibt Phasen, da bin ich zufrieden. Es gibt Phasen, da bin ich nicht so zufrieden. Jetzt aktuell bin ich in so einem Zwischending irgendwie. Ja, es ist halt einfach klar, bei mir ist es auch manchmal ein bisschen gesteuert, weil Instagram halt einfach auch mein Main Business ist. Mhm. Da muss man nicht um heißen Brei reden. Soll jetzt auch keine Entschuldigung sein, Gottes Willen, aber dann bin ich natürlich manchmal auch beschränkt in den Firmen, wenn ich mit denen arbeite, dass ich dann halt schwierig Fremdbrands nutzen kann und dann deren Brands. Aber natürlich mache ich dann auch nur die Kooperation mit Marken, die ich auch fühle so. Und ich sehe das halt alles nicht mehr ganz so verbissen. Deswegen bin ich auch nicht traurig, wenn ich in sämtlichen Tierlisten irgendwo immer nur im Mittelfeld lande. Das ist halt, wie es ist. Bin halt jetzt zeitgeistig gesehen nicht mehr so up to date, dass ich jetzt sagen kann, dass ich mich eigentlich eher weiter oben sehe. Deswegen würde ich mich auch selber tatsächlich auf einem guten Mittelfeldplatz auf der C ranken. Ich glaube, das ist fair und ich glaube, es gibt Leute, die machen es wesentlich schlechter als ich. Es gibt aber auch Leute, die machen es um einiges besser als ich, rein aus meiner subjektiven Wahrnehmung. Deswegen bin ich auch happy mit dem Mittelfeld. Sehr selbstkritisch. Ach, du sagst selbstkritisch, das ist halt einfach nur die Wahrheit. Ja, gut, klar. Ich mein, du hättest ja auch sagen können, dass du total Oberwasser bekommst und sagst, du bist der Allergeilste, dann packst du auf eine S, wäre ja auch funny gewesen. Aus dem Alter bin ich raus. Ja, wahrscheinlich schon. Nehmen wir mal jetzt als nächstes den Nett. Schauen wir uns den mal an. Keine Geheimnis. Da, kurz und knackig, finde ich cool, dass der jetzt auch mittlerweile fast so ein bisschen in so eine Richtung Menswear geht, also schon sich sehr erwachsen auch anzieht. Ja. Viel auch so Billigmarken, eigentlich gar keinen Designerkram. Ja. Aus seinen Möglichkeiten holt ihr auf jeden Fall viel raus, hat ein gutes Geht Gefühl für Schnitte Haus. Und so. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, trifft jetzt meinen persönlichen Geschmack gar nicht. Also so würde ich mich jetzt nicht anziehen. Deswegen würde ich den auch so rein subjektiv bei einem Alex und einem Maximilian einordnen, also auf D. Mhm, okay. Ja, also sehr basic auf jeden Fall, was er macht, der Boy. Und ich finde es aber trotzdem immer wieder schön zu sehen, wie man mit einfachen Mitteln auch wirklich stabile Fits hinkriegen kann. So, der weiß auf jeden Fall, was er macht, sagen wir es mal so. Mhm. Da geht es jetzt nicht nur um Color-Coordinated Stuff oder sonst irgendwas, sondern wirklich auch schon stimmige Outfits zusammenbauen. Aber ja, sehe ich ähnlich wie du, ist jetzt auch nicht so persönlich meins. Trotzdem ein sehr respektabler Mensch, auch für das Knowledge und für das, was er macht. Von mir wird er auf eine nett auf eine C gesetzt. Auf eine C. Ja. Sehr gut, na dann würde ich sagen... Nack dich. Nehmen wir mal mich, ja. Okay. Darf ich anfangen? Ja, na klar, ich habe ja auch angefangen bei okay, dir. Okay, ich mach's kurz, F. Nein. Also, ja, wo soll ich anfangen? Ist natürlich immer ein bisschen weird, jetzt über dich zu reden, wenn du neben mir sitzt, aber der gute Vincent, der ist natürlich, wir haben es ja auch schon letztens in der Style-Entwicklung gesehen, ist schon immer sehr stilsicher gewesen in dem, was er macht. Es gibt jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, da hat er mal irgendwie so einen kleinen Hänger gehabt und hat sich mal komplett fallen lassen und das war eine absolute Katastrophe. Ja, ich muss es leider zugeben, er hat wirklich einen guten Geschmack und viel Ahnung davon, was er wie anzieht, auch wenn es meistens relativ simpel aussieht, aber es muss ja auch nicht immer aufwendig aussehen, damit es gut ist. Es tut mir richtig im Herzen weh, das zu sagen, aber ich sehe Vincent schon auf eine A auf jeden Fall. Ja. Jawohl, und das Schlimme ist, das kann ich mir jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall anhören. Auf jeden, Digga. Und nachher kommt dann nach dem Video zu mir und sagt so, ey, du musst mich ja jetzt auch ein Handy umspeichern, Vincent, Tierliste A. Tierliste A, Alter, so sieht's nämlich aus, Alter. Ja, ja.
Dann gehe ich jetzt mal hier in die Selbstbewertung. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, bei mir verhält sich das ähnlich wie bei einem Kelly, was jetzt überhaupt gar keine Entschuldigung sein soll für irgendwas. Ich habe für mich selber das Gefühl, dass ich auf Instagram underperforme, muss aber auch ehrlich sagen, irgendwie ist es mir auch einfach wirklich nicht wichtig. Hm. Und die Frage ist ja, unabhängig jetzt von Kooperation und sonst irgendwas, wie kann man nicht underperformen? Das geht schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so ein Justin, dadurch, dass der wirklich einfach was... Ja, aber du hast ja jetzt vielleicht nicht die Mittel wie ein Justin. Genau. So, und trotzdem ist es ja trotzdem dein Style, den du schon längere Zeit fährst, dass du jetzt nicht zwangsweise auf teure Sachen angewiesen bist. Also normalerweise könnte ich jetzt sagen, für mich performst du nicht anders, sondern du trägst das, was du sowieso auch im Alltag trägst, was du ja auch oftmals machst. Ja, ja, voll, aber trotzdem habe ich halt irgendwie hier und da mal so ein bisschen so Grails, wo ich dann sage, irgendwie, es ist mir jetzt vielleicht aber auch einfach ein bisschen zu aufwendig, die noch zu getten oder whatever. Würde mich aber trotzdem auch selber vielleicht eher auf eine B packen, weil ich das Gefühl habe, da ist einfach auch noch ein bisschen Luft nach oben und, ach komm, halt's mal, Alter. Ist noch ein bisschen Luft nach oben und bin ich all over auf jeden Fall zufrieden, das kann man schon machen. Naja, arrogant, wie man die kennt halt, ne, den Vincent. Kommen wir zum letzten. Nein, Spaß. Ja. Also es ist fair, auf jeden Fall, fair enough. Also ich habe mich ja eh auf A gesetzt. Ja, ich hoffe, dafür kriege ich dann auch die versprochenen 50 Euro von dir. Ja, machen wir. Kommen wir zum letzten Kandidaten dieser Tierliste, die diesmal leider Gottes nur aus Männern bestand. Aber wir würden das auch, glaube ich, gerne mal mit Frauen in der Szene machen. Ich glaube, da arbeiten wir das nächste Mal auch dran. Patrick Spector. Unser allseits geliebter Patrick Spector, Scooter Pat, aka Pat Rick. Ja. Im Ranking darf der natürlich nicht fehlen, der alte Modegott. Ich würde sagen, soll ich anfangen? Weil ich glaube, du hast bestimmt eine geilere Meinung zu dem. Mir ist egal, fang du mal an. Also Patrick Spector ist für mich so Fluch und Segen zugleich. Irgendwie hat er manchmal Sachen am Start, wo ich so sage, okay, krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass er das trägt. Und eigentlich so Standalone würden die mir gar nicht gefallen. Aber trotzdem schafft der Typ es jedes Mal aufs Neue irgendwie, mich zu überzeugen mit der Art und Weise, wie er das präsentiert. Er hat eine unfassbar geile Ästhetik, der weiß, wie er posen muss. Ich weiß nicht, ob er das bewusst weiß oder ob er das einfach unbewusst macht, sondern irgendwie 80.000 Bilder in der Kamera, wie er sich komisch dreht und bewegt und sitzt und liegt. Ich finde es gut, dass es nicht immer ein Full Fit am Anfang ist, sondern auch mal mit einem Detail-Close-Up die Galerie startet bei Instagram. Er kann auch tatsächlich, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, alles tragen und alles gut kombinieren. Und er ahnt schon, was kommt. auch wenn es persönlich ganz oft überhaupt nicht mein Style ist, was wahrscheinlich einfach auf Gegenseitigkeit beruht, was auch völlig okay ist, muss ich dem guten Patrick leider Gottes, nicht leider Gottes, also schon verdient, auf die S setzen. Du packst den lieben Mann auf die S. Weil der einfach, ich habe jetzt auch noch vorhin nochmal geschaut und ich guck das ja regelmäßig an und es ist einfach ein Fakt und das ist meine ganz ehrliche Meinung, dass es kein Fit gibt, wo ich sage, der passt nicht zu ihm, das ist er 100%, er verstellt sich nicht, ich fühle das bei ihm, ich kapiere das bei ihm und deswegen ist er für mich auch absolut verdient auf der Position da oben. Ja, kann ich nachvollziehen. Tatsächlich der einzige aus diesem ganzen Kosmos, der einen guten Fit gemacht hat mit den Rick Dogs. Kranker Fit. Kranker Fit auf jeden Fall. Ich meine auch simpel, ne, weil all over leather einfach. Ja, aber das ist halt das, was ich meine. Er präsentiert es halt genauso, wie man sowas präsentieren soll. Ganz genau. Der Vibe wurde gut eingefangen, wurde gut gecatcht. Die Location, die Art und Weise, wie die Fotos gemacht sind, mit dieser Leatherpants von Ruff oder wie die Brand heißt. Aber tatsächlich den krassesten Fit von ihm fand ich jetzt hier mit der Heider Ackermann Jacke und den SL-Boots, das Ding hier. Ja. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist meiner Meinung nach sein bester Fit, finde ich unglaublich krass. Muss aber auch sagen, dass ich hier tatsächlich auf meiner Tierliste keine S vergeben kann. Also Patrick ist jemand, den ich mir gerne angucke und wo ich auch sage, da würde ich mich sogar oder da lasse ich mich sogar inspirieren. Aber mir persönlich ein bisschen zu sehr trotzdem immer auf so abliefern und irgendwie einfach krasse Fits, was halt auch so ein Instagram-Ding ist, einfach brauchen wir uns nichts vormachen, da wird halt geflext auch. Aber finde ich auf jeden Fall von all den ganzen Leuten hier auf jeden Fall am stabilsten. Also hast du jetzt eine A praktisch? Ich habe eine A, genau. Okay. Der Rest ist so auf B, C und D. Ist bei dir D? Was das ist bei mir? C. Naja. Wie immer halt. Wie immer halt, ne? Also der die Partei, Tendenz ist... Ja. Ist auf jeden Fall zu sehen. Genau. Ja, ich würde sagen, damit schließen wir das auch ab. Ihr habt das ja alles nochmal gesehen jetzt. Was uns natürlich wie immer interessiert, ist, wie ihr diese Liste gerankt hättet mit den Leuten, mit den Kandidaten. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, wie viele Leute waren da jetzt dabei? 10?
Oder wie viel sind das? 2, 4, 6, 8, 10, ja. Genau. 10 Leute, gerne mit 1 bis 10 nummerieren, wer für euch an der 1 steht oder eben nach diesen Buchstaben der Tierliste, ist auch okay. Und dann ansonsten hoffen wir, dass euch das kleine Ranking von uns gefallen hat. Wie immer nochmal an dieser Stelle sei gesagt, ich hoffe, es fühlt sich niemand angegriffen. Wir sehen das hier total locker. Es ist einfach eine rein subjektive Wahrnehmung. Es ist halt einfach unser Geschmack. Ich meine, wir landen ja auch nicht in Listen irgendwo auf der 1 und beschweren uns darüber. Wir können damit leben, ich hoffe, ihr auch. Ist völlig legitim, ist aber auch keiner wirklich beschissen abgeschnitten, sagt, muss man ja auch sagen. Nö, also ich finde halt eine Entwicklung, niemand, die wahrscheinlich, wenn man es so nehmen will, in die richtige Richtung geht, deswegen kann man da auch, glaube ich, zufrieden mit sein. Voll, sehe ich auch so. Ja, dann, genau, deswegen, also Liebe dalassen, Kommentar, Daumen nach oben, abonnieren, der übliche Prozess und ich würde sagen, wir sind dann erstmal raus, oder? Genau, ciao. Jo, tschüss.